37,50 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie, wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Understatement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Gut, dann bringen wir ihn halt um. Part 1, The King of Chinatown. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? So. Öffnen. Was gibt's hier? Da ist eine Wache. So, dann verkleiden wir uns mal als Wache. Und die Leiche schleppen wir da hinten hin. So, hier, und dann lösen wir gleich mal den Autoalarm aus und dann gucken wir mal, was... Doch, kann ich. So, dass ich sie sehen kann. Ja. Oh, nicht schon wieder. Scheiße. SWAT-Team ist unterwegs. Scheiße. Ich glaube, das haben wir verkackt. Oder ich zumindest. Ziviles Todesopfer. Alle mit dem Kopf runter.
Oh, scheiße. Kein Instinkt mehr. Oh, fuck. Von wo schießt der Wichser dann? Treffer. Es gibt unzählige Wege, den König von Chinatown zu töten. 12 dieser Möglichkeiten schalten Herausforderungen frei. Diese finden Sie in Ihrem Notebook. Scheiße. Waffen mit Klingen und Spitzen können, bla bla bla, konnte ich nicht mehr lesen. Probieren wir es noch einmal. Das lief jetzt scheiße. Da ist einer da. Die ist 7 Tage da. Bezahle euch nicht fürs Rumsitzen. Ohne meine Erlaubnis kommt niemand hier rauf. Sie nehmen 2 Cocktails. Okay, sind 6 genug? Hallo, hallo. Er hat dich denn zum Boss ernannt? So, jetzt laufen wir dem mal hinterher. Weil sie mir meinen Gepäckverkauf gestohlen haben. Ja, ich weiß, es klingt albern, es klingt lächerlich, aber ohne mich gäbe es nicht einmal einen Gepäckverkauf. Oh nein, ich war Hi. Ganz genau, hallo? Ziehen Sie Leine. Naja, weil ich jetzt hier... Ja, ich gehe ja schon. So, jetzt geht er weg. Ja. Nein, will ich nicht. Aber trotzdem, danke. Frische Meeresfrüchte, greifen Sie zu! Frisches Gemüse vom Bauernhof! Wer schwingt da die Fäuste? So, jetzt muss ich hier noch irgendwie rauskommen, scheiße. Wo sind die anderen? Da ist noch einer. Da und... Bam. Bam. So, tot. Und jetzt hier Exit raus. Ach, fick dich doch. Headshot, oder? Ja.
So, die sollen herkommen hier, die anderen Wichser. Wow, was kommt da denn jetzt? Wow. Treffer. So. Jetzt ein wenig Konzentration. Und Headshot. Und dann nehmen wir wieder die Waffe hier. So, das tut weh. So, und jetzt können wir weg hier. Hoffentlich. Chinatown verlassen. Eine kleine Spende für den alten Tag. Hey, da ist doch Kaffee drin, du Arschloch. Dann sag das doch. Mein Gott. Ven acá. Ven acá con quien te quiere. Sí, mi amor. Na, was führt Sie in mein bescheidenes Heim? Ich brauche ein paar Informationen. Tja, davon lebe ich. Informationen. Sie wollen Informationen, ich beschaffe sie. Wenn der Preis stimmt, schon. Natürlich muss der Preis stimmen. Das ist doch wohl klar. Ein Mädchen namens Victoria. Die Agency will sie haben. Ich muss wissen, warum. Nein, warte. Die Agency? Soll von mir aus spioniert werden, oder was? Sind Sie verrückt? Ja, Sie sind verrückt. Wie viel ist Ihnen das wert? Kommt drauf an. Das da. Sie sich um. Falls jemand das Mädchen erwähnt, wissen Sie, was Sie zu tun haben. Ja, ich rufe Sie an. Gut, tun Sie das.
So, 24.000. Bam, 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 bam. So, 7.000 durch Nicht-Ziel Todesfall ist scheiße. So, weiter. Beweissammler, Chamäleon. Da gab's auch ein Scharfschützengewehr. Dealer, Markthändler. Wir haben einiges wieder nicht mitgenommen. So, aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal von Hitman Absolution. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Folgen oder 3 Folgen aufgenommen, je nachdem, wie ich da schneide. Und ich sag tschüss und bis dann. Ciao.